Die Wertschätzung liegt oftmals schon im Kleinen, also in kleinen Gesten verborgen. Eine Begegnung zwischen Srila Prabhupada und seiner Schülerin Urvashi Devi Dasi zum Thema Dankbarkeit erzählt davon. Ich diene dem Tempel in Montreal und war kurz davor, eine Pilgerreise mit anderen Devotis nach Indien zu unternehmen. Noch vor der Reise besuchte ich meine Eltern in Los Angeles. Mir war der Besuch sehr wichtig. Kurz bevor ich mich verabschieden wollte, fragte meine Mutter mich plötzlich: Kann ich deinem spirituellen Meister etwas mitgeben? Es war für mich eine überwältigende Überraschung. Und ich sagte zu ihr: Oh, wie großartig, nur ich weiß nicht, was du ihm geben möchtest. Meine Mutter antwortete: Ich könnte etwas Guavenmarmelade für ihn machen. Unsere Familie hat viele Obstbäume. Ich stimmte zu, dass es für einen spirituellen Meister sehr erfreulich wäre, ein solches Geschenk zu erhalten. Und so kochte meine Mutter die Marmelade ein und schrieb auf das Glas für Srila Prabhupada. Als ich in Vrindavan ankam, ging ich gleich zu Srila Prabhupadas Zimmer und übergab durch einen seiner Diener das Geschenk. 2 Tage lang suchte mich vergebens ein Diener von Srila Prabhupada. Er erinnerte sich, wie ich ungefähr aussah, kannte aber meinen Namen nicht. Schließlich fand er mich nach 2 Tagen und sagte, dass Srila Prabhupada die Marmelade wirklich mochte und er meiner Mutter dafür danken wollte. Es war außergewöhnlich, weil es in Vrindavan zu diesem Zeitpunkt so viele Devotis gab. Sehr viele sind angereist, um ein großes und bedeutendes Fest zu feiern, nämlich die Tempeleröffnungszeremonie mit der Installation der Gottheiten, und trotzdem nahm sich Srila Prabhupada Zeit und überlegte, wie man einen Dankesbrief an meine Mutter schreiben könnte. Meine Eltern haben diesen Brief von Srila Prabhupada schließlich erhalten. Er dankte meiner Mutter von ganzem Herzen für die Marmelade. Er schrieb, dass Guavenmarmelade seine Lieblingskonfitüre sei und dass seine Mutter diese Marmelade als Kind für ihn immer eingekocht hatte. Dann schrieb er: Mach dir keine Sorgen um deine Tochter. Ich werde auf sie aufpassen. Sie leistet wertvolle und bedeutende Dienste für Gott. Es war ein Nektarbrief. Wie wunderbar, dass Srila Prabhupada sich die Zeit nahm, meiner Mutter für dieses kleine Geschenk zu danken, obwohl alle Aufmerksamkeit dem großen Fest galt. Jai Srila Prabhupada.